Ich bin Florian Rufener. Ich arbeite bei Blume Lehma seit bald 11 Jahren. Ich habe im 13. die Lehre angefangen als Zimmermann. Ich habe etwa 5 Jahre noch als Zimmermann gearbeitet, auf diversen Baustellen im In- und Ausland. Ich habe mich dann nachher entschieden, zum Weiterbildung anfangen als Holzbauvorarbeiter. Und habe nachher dann den Holzbaupolier auch noch angehängt. Und habe den letzten November abschliessen und arbeite seitdem als Holzbaupolier. Als Holzbauvorarbeiter kannst du Teams in einer Größe von ca. 6 Leuten führen. Als Holzbaupolier sind es dann teilweise bis zu 20. Man ist eigentlich für die ganze Baustelle verantwortlich, dass dort alles super läuft. Der Austausch mit dem Projektleiter im Büro. Ein wichtiger Punkt ist sicher die Baustellenlogistik, dass die ganzen Transporte und Pritschen alles funktioniert. Dort stehst du im Austausch mit unseren Spediteuren. Die ganze Umsetzung der Arbeitssicherheit, dass man alles Material auf der Baustelle hat, was es braucht. Und dass da auch super eingesetzt wird, wie man muss. Du bist eigentlich einfach verantwortlich, dass die Baustelle läuft. Was mich fasziniert beim Arbeiten bei Blume Lehma ist sicher die Vielseitigkeit des Projekts. Man kann eben von Wohnbauten bis über Freiformen, Umbauten, eigentlich fast in allen Tätigkeitsbereichen eines Zimmermanns arbeiten. Und sicher auch ja, das junge Team, das wir haben. Es sind viele coole Leute dabei. Und ja, auch die ganzen Anlässe, die man hat mit den Buden, so ein Sommerfest. Ja, eine gelungene Sache. Ja, da ist eigentlich nicht die Natur von einem Zimmermann, der an der Kamera steht. Ja. Freestylen, ja? Genau so. Der Prompt, oder wie heissen die, oder? Man kann schön ablösen und dann da mit dem Fußpedal. Ja, wir sind ja nicht bei der Tagesschau.